Beste Comedy im Süden. Der Radio 7 Telefoncheck. Guten Tag. Guten Tag, Delta Airlines. Mein Name ist Berger. Ich bin der Flugsicherheitsbeauftragte für Ihren Flug. Ah ja, Herr Berger. Herr Goldmann, Sie haben bei Delta Airlines einen Flug nach Atlanta gebucht. Richtig. Und Sie haben auch einen Flug für eine Frau Gutermann gebucht. Gutermann, ja. Gutermann. Meine Freundin, ja. Ja. Bei einem Routinecheck der Passagierlisten haben wir bei Frau Gundermann Verbindungen zum BKA festgestellt. Moment. Meine Freundin ist kein BKA-Mitglied. Das ist eine normale Polizistin des Landes Baden-Württembergs. Vielleicht wissen Sie das nicht, aber wir wissen das. Und dazu kommt halt noch, dass Sie Spezialistin digitaler Kommunikationstechnik sind. Und das kriege ich so nicht durch. Da verlangen die amerikanischen Sicherheitsbehörden natürlich Moment. Was erzählen Sie mir da am Telefon jetzt? Also jetzt mal langsam. Bei Ihnen sehe ich da im Moment kein Problem. Ja. Wenn Sie sich bis zum Abflug ein polizeiliches Führungszeugnis besorgen, Vorstrafenregister und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung Ihres Arbeitgebers. Ich bin Kaufmann im Einzelhandel, ganz normaler Verkäufer, ich stehe an der Ladentheke. Na gut, es ist in jedem Fall verdächtig, wenn ein BKA-Mann und ein Kommunikationsspezialist zusammen in einem Flug nach Amerika fliegen. Es kann doch nicht sein, dass ich zum Flughafen gehe und dann sagt man mir auf einmal, geht nicht. Also diese Infos eventuell auch mal im Reisebüro geben oder sonst irgendwo. So, dann werden wir das abklären. Ja. Und bis Sie weiteres von mir hören, haben Sie Schweigepflicht. Ja, ich. Und Sie stehen unter Sicherheitsstufe 3, das heißt, Sie dürfen die Stadt nicht verlassen. Was? Jetzt bitte, wer ist da am Telefon? Hier ist der Telefoncheck. Jeden Morgen neu, um kurz nach 7:30. Der Radio 7 Telefoncheck. Also, es ist unglaublich, ja.